Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem weiteren Let's Play auf meinem Channel. Dieses Mal Dirt 3 mit... Jo Leute, was geht? Hier ist Raphael. Ja, wir fahren jetzt mal im Splitscreen eine Runde. Ja. Ich fahre über die Tastatur und Raffi über den Xbox-Controller. Ja. Wir fahren mal einzeln. Wir fahren jetzt mal drei Phasen. Ja, wir machen jetzt mal Rally einfach mal. Keine Ahnung. Pro. Keine Ahnung, irgendwas. Rückblenden. So. KI-Fahrer machen wir mal einfach mal. 4. Dann sind wir zu 6. Streckenauswahl. Ah, egal, wir nehmen einfach irgendwelche random Strecken. So. Weiter zum Spiel. Ah, ich darf aussuchen. Ja, mal den, das sieht gut aus, besser aus. Das ist alles weit gleich. Ja. Im Drehen. Technologie. Citroën Junior Team. Ha! Citroën Junior Team. Man wird nicht so leise hören. Ja, man hört dich immer so leise, muss nicht halt ein Mikrofon oder lauter sprechen. Guck mal, wie geil Citroën aussieht. Ja, lauter sprechen ist wahrscheinlich besser. So. Ken Block bin ich. Du weißt ja, was Ding ist, oder? Ja. Man stellt halt nacheinander, muss halt die schnellste Zeit hinlegen, die es geht. Ja, also ich bin oben. So. Wow, Alter, wie es ruckelt. Nee, du musst selber Gas geben. Ja. Es geht nur um die Zeit. Boah, Alter, was ich hier für eine Scheiße zusammenfahre. Junge, ist das all das ist gerade schwer. Junge. Scheiße. Oder normalerweise fahre ich jetzt nicht so beschissen, wie ich jetzt fahre. Ja, das schaue ich mich an. Schaue ich mir an, wenn ich die Folge gerendert habe. Jetzt muss ich gerade konzentriert sein. Ich bis jetzt noch nicht, aber ich überhole auch keinen. Wow. Alter, ich wurde überholt. Oh, ich bin 90 Sekunden besser als du. Nein, nicht rausfliegen. Boah, gerade noch so erwischt. Oder, beziehungsweise gerade nicht so noch gefangen. Wow. Zwei haben mich schon überholt. Der dritte. Denk dran, du hast Rückblenden, die kannst du auch benutzen. Naja, deine Sache. Noch nicht. Gar keine benutzt. Keine Ahnung. Sprich mal lauter. Okay. Danke. Oh, scheiße. Kannst du gleich sagen. Ah, doch nicht. Du musst auch über diese Zeit spannen, dass ich dir sagen kann. Ja, schon länger. Guck mal auf der Karte. Wo das der Käse ist. Ah, ich habe gerade einen überschlagen gesehen. Also nicht auf der Karte, sondern unten, als ich auf dem Bildschirm gekauft habe, kurz. Scheiße. Und wie geht es in der Rückblende bei mir? Keine Ahnung. Nee, ich habe das mal eingestellt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, auf Steuerung oder irgendwie sowas. Muss mal gucken. Also eine halbe Minute Vorsprung habe ich auf dich. Ich kann dir nicht sagen, das ist scheiße.
Ja, am nächsten Part machen wir Rallycross. Da kannst du dann noch freuen. Nee, ich glaube, da war noch jemand vor mir. Oder halt noch mehrere vor mir. Aua, vor dir und vor mir. Ja, den hat's erwischt. Armes Red Bull. Ich glaube an dich. Das war jetzt noch nötig, oder was? Oh Mann. Alter, ich bin Vorletzter. Junge, guck mal, wie wenig. Der hatte 2 Minuten 59,9 und ich hatte 3 Minuten 0,6. Nein. Wiederholen. Scheiß drauf, nächste Runde nochmal verkacken. Aber Finnland war scheiße, Alter, muss ich sagen. Finnland ist immer noch scheiße. Ich hab die 7 hat mir so viel Glück gemacht. Oh nein, jetzt kommt Norwegen. Norwegen. Alter, im Eis noch schlimmer. Aber da verliere ich jetzt. Boah. Boah, das ist alles vor mir. Vielleicht. Jetzt gleich. Das zeigt's an. Das Geile finde ich bei mir. Das Geile bei mir finde ich. Bei mir fährt ja Ken Block mit. Und den gibt's in echt auch wirklich. Der fährt auch in echt Dirt. Nicht Dirt. Ja, Rally fährt er auch in echt. Das finde ich auch richtig geil. Aber der Nachfolger Dirt Showdown ist auch extrem geil. Ja, also wenn man auf. Wenn einem jetzt dieses Rally-Feeling am wichtigsten ist, dann ist Dirt 3 besser geeignet für einen. Aber wenn man mehr auf Spielspaß am Rennfahren setzt, dann würde ich einem Dirt Showdown empfehlen, weil das macht einfach nur extrem Spaß. Rampage ist richtig geil. Und so. War einfach nur richtig fun. Einfach nur Autos zerfetzen ist auch richtig. Ist es einfach richtig geil. Und ich fahre hier gerade richtig scheiße zusammen. Gut so. 2 Sekunden besser als ich. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad war zu hoch für uns. Von 6. Ich glaube, wir hätten 1 machen sollen, oder? Scheiße. Okay, das war kacke. Ich sehe dich zumindest. Mist. 6 Sekunden Vorsprung hast du jetzt. Du hast deinen Vorsprung vergrößert und ich drift einfach nur noch anstatt zu fahren. Von der Zeit her bin ich letzter. Wow. Jawohl, ich habe rausgefunden, wie es geht. STRG, also doch. Steuerung. Hallo. Du Idiot. Was? 8 Sekunden? Ich bin direkt hinter dir reingefahren. In dieses Checkpoint rein. Und trotzdem 8 Sekunden. Hallo. Ha, überholt habe ich dich jetzt mal. Also bitte nehmt uns nicht so ernst, wenn wir so schlecht fahren. Na, ich hoffe es. Weil ich bin hinter dir gestartet, habe dich sogar überholt. Wenn ich jetzt keine bessere Zeit habe als du, dann wäre das irgendwie verklogic. Alter, ich sehe gerade gar nichts, wo ich hinfahren muss, wegen dem ganzen... Boah, Schnee. Ich bin zumindest im Ziel. Wollte ich wieder was mitnehmen, oder?
Alter, ich bin schon wieder Vorletzter. Guck mal, wie knapp das war bei mir. Der hat 3 Minuten 6 Sekunden 2:08 und ich hab 3:80. Im Ernst. Und ich hab in meiner Karriere, glaube ich, auf der zweitschwersten Schwierigkeitsstufe fahre ich problemlos und hier fahre ich alles scheiß zusammen. Scheiße. Ja. Ich glaube, da fährst du auch kein Rallye, oder? Doch, oh, auch. Jetzt kommen wir nach Afrika. Kenia. Ich weiß nicht. Bestimmt ist nur wegen der Aufregung, weil wir aufnehmen oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ihr seid Franzosen. Ist das Citroën? Kreativtechnologie. Achso, ja genau, seid ihr das Renault Junior Team. Ihr seid junge Franzosen. Ja, die Kenia-Strecke ist schon ziemlich nice. Aber die ist auch nicht gerade leicht. Obwohl, das geht eigentlich. Wenn das Auto jetzt nicht so scheiße in Zeugern geratet, wie gerade eben bei mir. Die Norwegen, die Wagner gerade eben hatten, die ist auf jeden Fall extrem scheiße. Die in Kenia hier, die ist aber viel besser. Alter, da auf den Strecken, wo es anzeigt, alles grün, wo ich voll Tempo fahren kann, da bremse ich trotzdem, weil ich richtig Schiss habe, so ins Schleudern zu geraten. Muss lernen, mich mehr auf dieses Ding zu verlassen. What the fuck, wie geht das? Nicht fucking Logic, fuck Logic. Alter, auf dieser Strecke habe ich schon mal online gezockt. Wow, ja, es war Teamspiel. Die zwei Leute gegen mich. Super, voll das faire Team. Ne? Es war Teamspiel, aber bei mir kam keiner im Team. Und ich habe die beinahe besiegt, die zwei. Die hatten ein besseres Level als ich. Ich hab sie fast besiegt. Die waren nur eine halbe Sekunde schneller als ich zusammen. Weil ich zusammen war, hat die schnellste Zeit von den beiden gezählt. Und der war nur eine halbe Sekunde schneller als ich. Und ich habe alleine fast die kalt gemacht. Und ich hatte da das Free Grad installiert, hatte ein Fahrerlevel also von 1. Und die hatten einen von 8. Wie geht das? Scheiße, Mann. Ich fahre da ein Bullshit zusammen. Da stand Spieler 2 plus 11. Entweder habe ich 11 Sekunden Vorsprung auf dich. Oder du bist 11 Sekunden besser als ich. Das glaube ich auch, wäre auch irgendwie logischer. Weil ich vor dir gestartet bin. Keine Ahnung. Sehen wir gleich. Das war jetzt gerade so unnötig, dieses Ding. Diese Rückblende. Die war jetzt aber nötig. Sehr gut. Oh, ich war Dritter! Eben. So schlecht bin ich doch gar nicht. Oh, insgesamt Vierter und du bist Letzter. Okay, es war nicht gut. Wie ihr seht, wir sind übertrieben schlecht. Ja, wir sind echt schlecht. Normalerweise. Also normalerweise fahren wir jetzt nicht ganz so mega schlecht, aber irgendwie hier, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bedanken wir uns beide fürs Zuschauen. Und wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.